Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Stray. Ja, ich habe mittlerweile genug getanzt. Meine Tanzeinlage könnt ihr euch aber in der letzten Folge von Stray anschauen. Und wenn euch sowas gefällt, freue ich mich über Daumen nach oben. Jetzt gilt es aber mal Clementine zu finden. Ich habe hier in der Stadtmitte noch nicht alle Seitengassen, glaube ich, abgelaufen. Auch noch nicht mit jedem gesprochen. Aber da kommen wir ja vielleicht noch dazu. Ich würde ja jetzt, wenn das hier das Wohnhaus ist, also zum einen erstmal hier rauflaufen. So, und dann werfen wir nochmal einen Blick auf diese, auf die Karte. So, B12, B12. So, wir sollen sie finden. So, das ist klar. Eine Reihe von Symbolen. Aber warum, bekomme ich die denn nicht mal gezeigt? Doch, hier. No. 3, 5. Also 3 grüne Punkte, 5 rote. Ha! Seht ihr das da rechts hinten an der Wand? Also Etage und Wohnungsnummer wird da angezeigt. Also eine Etage höher, würde ich sagen. Und dann 3 und dann 5 rote Punkte. Oder? Gut, wir werden es sehen. Auf, Katze auf Wohnungssuche. Gut, 3, 5. Also irgendwo muss es noch weiter raufgehen. Da hinten. 3. 3. Interessiert im Grunde gerade nur, wo die Bude ist. 3, 5, vielleicht in die andere Richtung. 3, 4. 3, 5. Gefahr, Gefahr. Na super. Die Bude ist die richtige. Oder? 3 und 5. Ne, 3 und 4. 3 und 5, genau hier. Komm ich doch rein, oder? Haha. Gefahr, Gefahr. Bist du hier, Clementine? Nicht alles runterwerfen. Ich glaube, hier hat es nichts Interessantes in dem Raum. Hallo, Clementine. Mal wieder eine Cat-Scene. Ja, es ist Clementine. Wir haben sie gefunden. Ich dachte, du wärst ein Gesandter. Egal, wer bist du? Was willst du von mir? Okay, schau mal, was ich dabei habe. Warte, also hat Balthasar endlich beschlossen, jemanden zu schicken? Naja, ob Balthasar da endlich was beschlossen hat. Aber glaubt es ruhig, wenn ihr wollt. Ich schätze, du bist mein neuer Rekrut. Sehr groß bist du nicht gerade. Hey, wer hat gesagt, dass ich dein Rekrut sein will? Ja, mal gucken, wo es uns hinführt. Wie hast du überhaupt die Kanalisation überstanden? Ich schätze, du musst ziemlich gewieft sein. Das stimmt allerdings. Ich habe nach einem Weg zur Außenwelt gesucht, seit ich das Ameisendorf verlassen habe. Aber die Wächter sind immer wachsam. Jetzt, wo du hier bist, kannst du helfen. Folge mir. Na, womit kann ich denn helfen? Ach Göttchen. Punkte mit Schnüren verbunden. Das hatten wir ja schon öfter mal in diversen Filmen gesehen. Meistens hatten die Leute alle so einen leichten psychischen Schaden, die sowas gemacht haben, wenn ich mich richtig entsinne. Obwohl, hier sind es ja nicht so viele Schnüre. Und es sind, glaube ich, keine Schnüre, sondern Kabel. Alles gut. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. So.
Wie kann ich dir denn helfen? Oder wie kann ich uns helfen, Clementine? Ich arbeite schon eine ganze Weile an einem Plan, diese alte U-Bahn in Gang zu setzen. Ich finde es eine grandiose Idee. Dann fahren wir mit der U-Bahn an die Oberfläche. Ich habe sogar die Schlüssel, um sie zu starten. Gibst du mir die? Ha! Alles, was wir brauchen. Das ist ja leicht. Eine Atombatterie, um sie mit Strom zu versorgen. So, wie sagte schon Doc Brown in Zurück in die Zukunft, wahrscheinlich wird man in deiner Zeit Plutonium in jeder Apotheke kaufen können, aber heutzutage ist das ein bisschen schwieriger. Obwohl andersrum, wir sind ja offensichtlich weit in der Zukunft. Vielleicht ist das ja gar kein Problem. Und wir haben einen Batteriehändler gefunden, aber der Batteriehändler hatte selber keinen Strom. Ihr erinnert euch vielleicht. Ich weiß, dass die Nickel Corporation einen in ihrer Fabrik installiert. Die sollen wir denen wegnehmen? Wir müssen ja nur ein paar hundert Jahre warten, dann kommen wir da ja auch rein. Da müssen wir irgendwie anders schaffen. Ich habe einen Kontakt, der uns helfen kann, sie zu infiltrieren. Das hört sich nicht ungefährlich an. Ich kenne seinen Namen nicht. Er ist der Roboter mit der Bomberjacke und der Goldkette. Der Roboter mit der Bomberjacke und der, Goldkette. Hör auf zu schwatzen. Wir bringen ihm diese Nachricht. Eine Kontaktnachricht. Okay. Jemand, der so klein und flink ist wie du, sollte keine Probleme haben, sich in die Fabrik zu schleichen. Eine letzte Sache noch. Zögere nicht, dich um Hilfe zu bemühen. Diese Stadt ist voll von Informationen. Halte dich nur von den Wächtern fern. Den Schlüssel bekomme ich nicht. Okay, den Schlüssel bekomme ich wohl nicht. Altes Telefon an. Achso, nee, kein Telefon. Ich bin auch doof. Alte Duscharmatur. So, aus erstem ersten Moment habe ich gedacht. Das ist schon, was ich meine, wie so ein altes Telefon. Mit der Bomberjacke und der Goldkette. Na dann. Was gibt's hier noch? Kann ich dran ziehen? Hier gibt es noch ein ganzes zusätzliches Stockwerk. Oder sowas. Ein schönes, gemütliches Versteck hier oben. Cool. Gefällt mir nicht schlecht. Und euch so? Guck mal, hier gibt es auch wieder einen Schlafplatz am Fenster für mich. Eine Zeit, dass ich mich mal wieder ein bisschen ausruhe. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, so zum Ende einer Folge. Aber dafür ist sie dann doch noch ein bisschen zu kurz. Es gibt auch eine Errungenschaft im Spiel, wenn man mehr als eine Stunde schläft. Ich glaube, eine Stunde Echtzeit muss es sein. Irgendwann hole ich mir diese Errungenschaft noch. So viel steht fest. Aber jetzt noch nicht. Aufwachen! Ja, reck dich, streck dich. Wirf dein Mäntelchen über dich oder so ähnlich. Vermute. Wir haben ja alles gesehen, was es zu sehen gibt. Okay, Bomberjacke und Goldkettchen. Ich will es nicht sagen, ne? Aber ein Pimp.
wahrscheinlich kein Funpip. Hallo. Wer bist du? Muka, was bist du eigentlich? Ein Vierbeiner, der niedliche Geräusche macht. Das Konzept gefällt mir. Kann ich dir irgendwas zeigen? Oh, ein Typ, der eine Bomberjacke und Goldkette trägt? Ich weiß genau, von wem du sprichst. Er schleicht gerade in der Nähe der Fabrik herum. Ach, ist das vielleicht der mit der Zeitung? Der Typ, der von mir nichts wissen wollte? Kann möglich sein, oder? Bomberjacken und Goldkettchen. Mal gespannt, was das für eine Marke ist. Yay! Xbox und Xbox-Box. Katzes Liebling. Ist da auch ein Accolade oder irgendwie eine Auszeichnung dafür, wenn man alle, in alle Kartons springt und sich alle Tüten aufsetzt? Vielleicht. Gut, ich bin ja jetzt nicht so ein Auszeichnungsjäger in Spielen. Aber wenn... Manche hole ich mir dann doch. Wenn ich weiß, wie es geht und nicht so schwer ist. Und manches ergibt sich ja auch ganz von selber. So, hier war ich schon. So, hier wird aufgeräumt. Wo war denn die Fabrik? Jetzt muss ich wieder genauso... raten, wie in den Slums, wo es lang geht. Ja, warte mal, das war... Ich bin wieder am Anfang. Dann war das hier. Okay. Blazer. Aber wenn keiner seinen Namen kennt, aber kann sein, oder? Bomberjacke. Goldkettchen. Doch, doch, das ist er. Ich hab zu tun, was willst du? So, Notiz zeigen. Woher hast du das? Ach, jetzt interessiert sich doch für mich. Oh, du bist bei den mein Kontakt? Lass mich nicht kurz über die Atombatterie aufklären. Die Batterie versorgt die Nikocorp-Fabrik hier, aber das ganze Gebiet ist gesperrt und schwer bewacht. Sie kontrollieren jeden, der das Gelände betritt und schicken jeden weg, der kein Arbeiter ist. Hier meine Idee. Besorge mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm, während ich hier bleibe und mir einen günstigen Zeitpunkt überlege, reinzukommen. Arbeiterjacke und Arbeiterhelm. Also es geht doch noch nicht direkt rein. Wie soll ich denn eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm? Gut, die tun mir ja nichts, ne? Und du hast eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm. Ich bin dein Chef. Gib mir deine Sachen. Zugang gesperrt. Na gut, ich werde mal die Kassette zeigen. Oh, was ist das für ein Lied? Ja. Wie komme ich denn an eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm ran? Ich nehme nicht an, dass die hier einfach irgendwo rumliegen. Kannst du mir vielleicht noch irgendwie helfen? Gefällt dir mein Outfit? Es ist wichtig für die Sicherheit. Aha. Ich habe es aus dem Kleidungsgeschäft und dem Hutladen, aber ich bezweifle, dass sie deine Größe führen, Kleines. Was? Aus dem Bekleidungsgeschäft und dem Hutladen. Ja, jetzt wird's kompliziert. Kleidungsgeschäft und Hutladen. Das Bekleidungsgeschäft hatte ich doch schon gefunden. Das war doch da ganz vorne, oder?
kein Rabauke. Fass nichts an, mach keinen Lärm. Okay, das ist aber, genau. Jacke stehlen. Ich immer noch mal mit ihm. Nein, 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 das wirst du nicht klauen. Nicht dich irgendwie ablenken. Mann, ich kann hier auch nichts runterwerfen. Ich will ja nicht um die Beine streichen. Du sagst mir nicht, was du tauschen würdest. Das lenkt ihn auch nicht ab. Nicht hier hinten irgendwas machen, dass er hierher läuft und ich dann schnell rein. So, das ganze Fell an deinem Körper. Ja, die Tipps helfen alle nicht weiter. Okay. So kommen wir nicht weiter. Ah, hier kann ich die Kassette reinpacken. Dann spielt das Musik und lenkt ihn ab, vielleicht. Boah, das ist aber auch eine Musik, eine Krawallmusik. Okay, hat er ausgeschaltet, dann kommt er jetzt wahrscheinlich wieder, ne? Dann mache ich mal lieber, dass ich wegkomme. Bevor ich hier auch noch zum gesuchten Verbrecher werde. Redest du mit mir? Festgenommene Person war nicht Clementine. Suche fortsetzen. Okay. Also aufgepasst. Arbeiterhelm. Hutladen. Naja gut. Hier Hutladen. Denke ich mal, suchen wir dann in der nächsten Folge. Aber war nachher schon relativ erfolgreich mit der Organisation der Warnweste. Dann brauchen wir den Hut noch und dann geht's in die Fabrik. Und da könnte ich mir vorstellen, wird das Spiel vielleicht wieder ein bisschen actionlastiger. Vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall braucht es eine Atombatterie. Ich bin gespannt und hoffe, ihr auch. Und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.